Annette und ich wollen euch heute zeigen, wie man für zwei völlig unterschiedliche Pflanzen zwei ganz unterschiedliche Lebensräume schafft und das in einem Glas. Pflanzen im Glas sind ja ein sehr beliebtes Accessoire bei allen, die ihren Indoor-Garten lieben und vergrößern und verschönern wollen. Wir haben hier ja Farne und Sukkulenten stehen und wollen die heute ins Glas pflanzen. Was genau sind denn jetzt überhaupt erstmal die gröbsten Unterschiede zwischen den beiden Pflanzenarten? Also wir haben ja hier die Pflanzen, so wie sie ins Glas gepflanzt werden, schon zusammengestellt. Einmal hier die Sukkulenten mit den fleischigen Blättern, die Wasser in ihren Blättern auch speichern und wenig Wasser brauchen. Und auf dieser Seite hier die Farne, die ja krautiger sind, die also nicht so viel Wasser speichern, aber die gerne eine hohe Luftfeuchtigkeit um sich haben. Und dann hier auch noch diese Phytonia dazu, die mag das auch gerne. Also wenn man Pflanzen zusammen in einen so kleinen Raum pflanzen möchte, dann sollten die eben die gleichen oder auf jeden Fall ähnliche Standortansprüche haben. Wie gehen wir denn jetzt bei den jeweiligen Arten vor? Also gleich ist, dass wir erstmal diese Steine hier für eine Drainageschicht nehmen, die wir unten im Glas ausbringen. Mhm. Das ist auf jeden Fall gleich. Das brauchen beide. Genau, das bewirkt nämlich, dass die Pflanzen oder die Wurzeln dann nicht direkt in der Erde stehen, weil Wurzel oder Staunässe mögen beide nicht. Also darauf muss man bei allen Pflanzen, die man auswählt, achten. Wie hoch muss denn die Drainageschicht jetzt ungefähr sein? Also der Boden gut bedeckt auf jeden Fall. Erstmal und dann noch einen Zentimeter drauf. Mhm. So, Schritt 1 ist erledigt. Jetzt, Schritt 2. Jetzt füllen wir die Erde ein. Da hast du eine Kakteen- und Sukkulentenerde. Die ist ein bisschen sandiger und auch steiniger. Lässt also besser das Wasser durch, ist auch ein bisschen nährstoffarmer als diese Blumenerde hier. Das ist eine richtig schöne humose Erde, die die Farne gerne haben möchten. Kann ich die denn jetzt unten, wenn ich sie aus dem Topf nehme? Kannst du ein bisschen einkürzen. Das mache ich jetzt hier auch. Okay. Das macht denen nichts. Im Gegenteil, das fördert ja auch das Wurzelwachstum. Also wie im Topf auch, ne? Schön darauf achten, dass die richtig in der Erde sitzen. Du hast noch jede Menge Deko bei dir liegen. Moos und Schnecken, Steinchen, Stöcker. Ich habe hier noch so ein bisschen Sand. Genau, ich werde das jetzt noch vorsichtig angießen. Du brauchst es nicht anzugießen, weil die Wurzelballen waren ja relativ feucht, haben wir vorhin gesehen. Ja. Ich gieße da jetzt noch vorsichtig ein bisschen Wasser dran. Und ich mache jetzt eine richtige Wüstenlandschaft drauf. So, weil ich ja hier die Waldfrau bin, mache ich das jetzt noch ein bisschen mit Moos bedecke ich die Erde. Das hält ja auch die Feuchtigkeit noch gut im Boden. Wie viel Sand darf ich denn jetzt hier raufschütten? Ja, ich würde so machen, dass die Erde richtig bedeckt ist. Also okay. Nicht mehr zu das ist richtig sehen. Wüste. Genau. Okay. Darf das bei der hier auch zwischen die Blätter? Okay. So, ich habe hier ja noch ein bisschen bemoosten Ast, den werde ich hier noch einbauen. Und ein Schneckenhaus als Deko. Guck mal, jetzt kommt hier nochmal richtig Wüstenfeeling auf. Kleine Wüstenlandschaft ist auch fertig. Wie müssen wir denn jetzt unsere beiden Biotope pflegen? Also du brauchst ein bisschen weniger Pflege aufzuwenden als ich. Die können im Frühjahr mal ein paar Tropfen Dünger kriegen oder so ein bisschen Düngestäbchen, was da in die Erde mitmischt. Mhm. Ganz mäßig gießen. Aber der Vorteil an diesen Glasgefäßen ist ja auch, dass man eben auch mal drunter gucken kann und guckt, ob da Wasser drin steht, ne? Dann ist es schlecht. Also wirklich nur ganz wenig gießen und mit Gefühl, das gilt für dieses hier aber auch. Das offene Glas ist gut für die Sukkulenten, weil die ja eher einen trockenen Standort brauchen. Und hier diese etwas geschlossenere Form ist gut für die Farne, weil die eine hohe Luftfeuchtigkeit brauchen. Und dann bleibt das eben hier eher im Glas als das da. Hält das, ne? Ein bisschen besser. Genau. Zum Standort gerne auch auf die Fensterbank. Also durch das Glas wird eben auch noch ein bisschen Licht geschluckt. Das wird
kann kritisch werden im Winter. Mhm. Im Sommer sollte es nicht in der Sonne stehen, meins hier, Glas wird es oder deinen Pflanzen wird es nicht so viel ausmachen, wenn die Sonne abkriegen. Seid ihr eher Team Wüste oder Team Wald? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sind bald wieder für euch. Natürlich im Garten. Bis dahin. Tschüss. Ciao.